Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es wirklich heute in diesem Video um etwas, was wahrscheinlich um die Season 4 geht. Denn Fortnite hat ein Bild gepostet gehabt, das ich euch gerne vorstellen möchte und ich möchte, dass wir ein bisschen darüber reden. Aber Freunde, bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, wie immer kurz ein bisschen Werbung. Und zwar, Freunde, habe ich derzeit ein Gewinnspiel am Start. Da könnt ihr V-Bucks, Controller, Headsets und eine PlayStation 4 gewinnen. Und dazu müsst ihr nichts weiteres tun, als einfach auf diesem Video hier einen Daumen da zu lassen. Natürlich solltet ihr Abonnent sein und die Glocke aktiviert haben, das ist sehr wichtig. Und Freunde, ihr müsst Hashtag aktiv kommentieren. Und dann ist es so, Leute, dass am 30. April halt der Gewinner ausgelost wird und dazu sind aber nähere Informationen unten in der Videobeschreibung und zum Gewinnspiel gibt es noch ein separates Video, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende. Ich hoffe, ihr chillt euer Leben, spielt noch ein paar Runden Fortnite. Denn Freunde, ihr dürft nicht vergessen, ab jetzt sind doppelt XP in Fortnite. Denn diese haben begonnen und ihr müsst euch auf jeden Fall hinsetzen und mal anfangen, richtig krass zu zocken. Das heißt, falls ihr noch nicht Battle Pass Level 100 seid oder normales Level 100 seid, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal zuzuschlagen und mal eine Runde gediegen zu zocken. Aber Freunde, genug gelabert, starten wir doch mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, Freunde, in den letzten paar Tagen ist auf jeden Fall so einiges auf uns zugekommen, beziehungsweise es gab sehr viele Neuerungen, die so ins Spiel gekommen sind. Und natürlich war es halt zu dem Zeitpunkt so, dass die ein oder anderen dachten, ja gut, warum ist das so, warum ist das so? Aber ihr denkt euch jetzt sicherlich, ich habe jetzt gar nichts verstanden, was Fraps gesagt hat. Aber Freunde, das ist kein Problem, ich werde gleich alles aufklären. Und zwar wisst ihr ja sicherlich, dass erst letztens uns ein Update erwartet hat. Und das Update haben wir locker easy runtergeladen und das ist jetzt das Update, wo es den 50 vs. 50 Modus gibt und natürlich gibt es dort ja auch jetzt diese neue Waffe und zwar das LMG. Bis heute hatte ich das LMG immer noch nicht, das heißt, ich konnte es nicht anzocken, aber Freunde, halb so wild. Naja, wieder zurück zum eigentlichen Thema. Es geht ja nicht darum, ob ich das LMG jetzt gespielt habe oder nicht. Und zwar, Freunde, hat Fortnite ein bestimmtes Bild gepostet. Und dieses Bild sieht genau so aus, Leute. Schaut es euch doch erstmal an. Und zwar, Freunde, denke ich jetzt, dass es hier natürlich mehrere Möglichkeiten haben kann. Bevor wir jetzt das Ganze unter die Lupe nehmen, schauen wir doch erstmal an, was damals passiert ist. Weil, Leute, die Season endet ja demnächst. Die Season endet in insgesamt, also ganz genau, 11 Tagen. Und das heißt, Fortnite muss jetzt langsam anfangen, Promo zu machen für die Season 4. Damals, Freunde, war es auch so, eine Woche circa bevor die neue Season erschienen ist, gab es schon ein Bild, wo es hieß, say hello and goodbye Fortnite Battle Royale Season 3. Und da hat man im Hintergrund auf jeden Fall einen John Wick Charakter gesehen gehabt. Natürlich wurde das Bild schon vorher gepostet, aber ohne diesen Hashtag. Das heißt, die Leute wussten halt dann nicht, was genau das ist. Die Leute haben rumgerätselt und ich denke mal, das Ganze machen sie halt hier jetzt auch so. Genauso, wie sie es damals in Fortnite Season 3 gemacht haben, werden sie es, denke ich mal, auch in Season 4 machen. Also können wir meiner Meinung nach stark davon ausgehen, dass es wahrscheinlich irgendwas mit der Season 4 zu tun hat. Und deshalb, Freunde, würde ich mal sagen, wir schauen uns das Bild mal ein bisschen genauer an und schauen halt, ob es da irgendwelche Informationen gibt, die uns interessieren könnten. Also, Freunde, wir sehen im Hintergrund auf jeden Fall irgendwas, also jetzt komplett im Hintergrund, jetzt nicht das, was wir jetzt hier sehen, sondern diese ganzen Papiere und Rucksäcke liegen wahrscheinlich auf einem Tisch. Und man kann sehen, dass dort ein paar Blätter schon runtergefallen sind, also ich denke mal, das ist nur für Design. Das heißt, aus den ganzen Sachen hier können wir nichts herausschließen, also wir können nicht sagen, dass die Location eventuell circa hier und da ist, aber ich weiß es nicht, also es ist ein ganz normaler Tisch, ich denke mal nicht, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Und dann, Freunde, sehen wir im Hintergrund auf jeden Fall irgendein Gebäude. Das Gebäude gibt es so bisher nicht in Fortnite, irgendwo in Battle Royale. Im normalen Modus gibt es das bestimmt vielleicht, also im Rette-die-Welt-Modus gibt es es bestimmt. Aber im Battle Royale-Modus gibt es, soweit ich weiß, nicht so ein Haus, was wir im Hintergrund sehen können. Und dieses ganze Haus könnte halt heißen, dass irgendwo auf der Karte ein neues Update kommt, also das heißt, dass es irgendwo neue Städte geben wird oder, Leute, es wird eine neue Wohnsiedlung geben, wo wir dann looten können, also sowas ähnliches wie Salty Springs. Links unten beispielsweise können wir einen Rucksack sehen und dieser Rucksack ähnelt auf jeden Fall sehr stark dem des Raptors. Eventuell hat der Raptor hier eine sehr große Rolle zu spielen, aber das Ganze denke ich eher nicht. Im Hintergrund sehen wir auf jeden Fall drei Reisepässe und zwar Passport Fortnite.
Das heißt, so sehen die Reisepässe aus von den Leuten, die halt normalerweise hier im Battle Royale Modus rumchillen. Auf jeden Fall, Freunde, sehen wir halt diesen Charakter, und zwar Jonesy, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist ja der ganz normale Standardcharakter. Da es also zwei männliche Standardcharakter gibt und zwei Frauenstandardcharakter oder drei, ich bin mir jetzt nicht sicher, denke ich mal, dass diese Reisepässe halt zu diesen Charakteren hier gehören. Also zu den normalen Standardcharakteren, also nicht zu denen, die wir kaufen können, sondern zu den ganz normalen. Als Ausgabedatum bzw. als Ausstellungsdatum steht hier der April 2018. Und rechts am Reisepass sieht man auf jeden Fall einen Stempel. Und dort, Freunde, steht China. Und was könnte denn China bedeuten? Lesen wir uns erstmal den Text durch, den Fortnite zu diesem Bild überhaupt gepostet hat. Denn, Freunde, bei diesem ganzen Bildchen war auch noch ein ganz normaler Satz dabei. Der Kampfbus nimmt ab. Reiseziel China. So, Freunde, natürlich könnte das heißen, dass ab 23. auf uns etwas Krasses zukommt, und ich schätze mal, das könnte durchaus möglich mit dem Meteor zu tun haben. Es könnte natürlich durchaus möglich sein, dass Fortnite jetzt hingeht und die komplette Karte, die jetzt im Spiel ist, in die Luft jagt, das heißt, sie zerstört sie komplett. Und am 23., Freunde, ist man dann irgendwo in China auf einer anderen Karte und kann dort dann zocken. Das heißt, es könnte sein, dass wir eine Map-Erweiterung bekommen. Oder, Freunde, wir bekommen eine komplett neue Karte. Wie cool wäre das denn, wenn einfach jetzt die jetzige Karte einfach kaputt geht, die komplette Karte ist nicht mehr da, und dann von heute auf morgen, Freunde, gibt es dann eine neue Map, wo halt dann wahrscheinlich in China abspielt, und dort können wir dann halt hingehen und unsere Battle Royale Kämpfe ausführen. Und natürlich könnte das aber auch sein, dass es gar nichts damit zu tun hat. Also ich denke mal, wenn jetzt der 23. wäre, wären noch 7 bis 8 Tage bis zum Saisonende von Season 3. Also weiß ich nicht, ob es klug wäre, eine neue Karte einzufügen, kurz bevor die neue Season anfängt. Wenn, dann würde es Sinn machen, wenn die neue Season anfängt. Aber, Freunde, natürlich gibt es ja auch hierbei wieder die Theorie, das mit dem Meteoriten. Der Meteorit stürzt ja irgendwann ab, zerstört dann Tilted Towers bzw. die komplette Karte. Beispielsweise wurde ja auch schon in der Zeit, wo ich halt kein Video darüber gemacht habe, mehrere interessante Sachen gefunden. Und zwar, wenn man auf den Meteor zielt, macht er komische Geräusche. Diese komischen Geräusche im Audiobearbeitungsprogramm zeigen dort den Loser-Tanzskin. Eventuell war das vielleicht nur ein Troll oder es heißt halt irgendwas. Dann, Freunde, ist noch unter der Map von Tilted Towers ein Meteor gefunden worden. Dieser chillt dort unten angeblich. Das heißt, es soll halt wirklich in Tilted dann einschlagen. Und dann wurden natürlich weitere interessante Sachen gefunden, die jetzt für uns halt uninteressant sind. Aber, Freunde, im Großen und Ganzen könnte das natürlich durchaus sein, dass, wenn wir jetzt mal hingehen und mal hochschätzen, gehen wir einfach mal davon aus, dass es am 23. abstürzt. Das heißt, die Karte ist komplett kaputt. Die Leute gönnen sich einen Reisepass und wir können dann auf einer anderen Karte spielen. Es wäre meiner Meinung nach richtig cool, wenn wir zwischen diesen Karten switchen könnten. Das heißt, mal spielen wir auf der heutigen uns bekannten Map. Natürlich ist diese dann aber zum Teil kaputt. Und wir spielen halt dann zum Teil auf einer anderen Karte in China. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Hierbei dürft ihr aber auch nicht bedenken, Leute, dass all diese ganzen Sachen von mir nur Theorien sind. Es könnte auch sein, dass irgendwas komplett anderes passiert. Aber, Freunde, es muss ja irgendwas heißen. Das heißt, das, was wir im Hintergrund sehen können, muss auf jeden Fall irgendwas sein, was irgendwie mit einem Ausreisen zu tun hat, weil, Freunde, keiner geht, ihr müsst bedenken, die Leute, wenn sie sich jetzt einen normalen Pass holen, müssen sie ja erstmal das Ganze anfordern, und ich denke mal, das ist eine Katastrophe entstanden in der jetzigen Karte, wo wir halt Battle Royale spielen. Die Leute sind hingegangen, haben sich schnell einen neuen Reisepass machen lassen, weil der Reisepass wurde ja im April ausgestellt, das heißt, er hat ihn erst in diesem Monat irgendwann beantragt, und, Freunde, sein Reiseziel ist China, und das sieht man ja auch am ganzen Reisepass, und deswegen bin ich mal richtig sicher, dass irgendwas auf uns zukommt. Wir sehen halt auch den Namen, wo der Typ landet, und zwar Beijing. Beijing, weiß ich leider nicht, was das Ganze ist, und deswegen habe ich das Ganze halt gegoogelt, und irgendwie heißt es halt dann, dass Beijing irgendwas Peking sein soll, also man soll es unter Peking kennen, also Beijing soll Peking sein, nur Peking ist halt anders gesprochen. Und wenn es wirklich so ist, Freunde, dann
heißt es für uns, dass wir nach Peking gehen. Und in Peking könnten die ein oder anderen interessanten Sachen passieren, die uns auf jeden Fall erwarten. Wie jeder von euch ja sicherlich weiß, Freunde, hatten wir auch hier diese chinesischen Events und so weiter. Da waren ja so einige coole Sachen am Start. Und meiner Meinung nach könnte ich eigentlich damit klarkommen, wenn wir in einem chinesischen Style die Karte einrichten würden. Ich würde mich eigentlich darüber freuen. Wäre was Interessantes. Überlegt mal, wir würden dann so Outfits bekommen, wie so Ninjas und so weiter. Dann kriegen wir vielleicht Wurfsterne, irgendwelche coolen Sachen, Samurai-Schwerter, mit denen wir Gegner anhitten können. Also es könnte auf jeden Fall so einiges Krasses auf uns zukommen. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung darunter reinschreiben, unten in die Kommentare, was genau ihr davon haltet, ob ihr denkt, dass es irgendwas mit einer neuen Map-Erweiterung sein kann. Oder Freunde, schreibt mir, was ihr denkt, was es sein kann. Natürlich, sobald es ein Update gibt, Freunde, werde ich mich sofort bei euch melden und werde direkt ein Update raushauen und euch das Ganze zeigen. Aber bisher stehe ich genauso wie ihr auf dem Schlauch und das heißt für mich so gut wie eigentlich, dass Easy Peasy einfach eine neue Map auf uns zukommt. Bin auf jeden Fall mal richtig gespannt, Freunde. Und im Grunde soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dass auf jeden Fall euch dieses Video hier gefallen hat. Ihr könnt ja mal gerne einen Daumen da lassen und natürlich dürft ihr nicht vergessen zu abonnieren. Und dann würde ich mich aber jetzt auch schon verabschieden. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag und würde sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.